Liebe Fußballfans, willkommen zu diesem Spiel am heutigen Tage. Willkommen hier im Borussia Park, wo das Wetter heute richtig gut ist. Wolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann begleiten Sie auch heute wieder durch das Spiel. Und wir freuen uns auf ein Spiel in der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach gegen 1. FC Köln. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Ihn auf dem Platz sehen zu dürfen, ist immer wieder ein Erlebnis. Ganz wichtiger Mann für sein Team. Der läuft viel, der bewegt sich gut und kann eben auch den entscheidenden Pass spielen. Uschi, die Gladbacher haben sich in den letzten Jahren ja wieder in der Spitzengruppe der Bundesliga etabliert, ne? Das stimmt. Die Verantwortlichen bei den Fohlen arbeiten gut und haben hier über Jahre eine tolle Mannschaft geformt. Kein Wunder, dass die Borussia Dauergast im europäischen Wettbewerb ist. Das ist die Startaufstellung der Gladbacher heute. Auf der Torhüterposition Jan Sommer. Jonas Hofmann steht mit Alassane Plea auf dem Flügel. Und drei Stürmer sollen in dieser Begegnung heute vorne für Gefahr sorgen. Schauen wir kurz auf die erste Elf des 1. FC Köln heute. Schauen wir noch auf die andere Seite. Könnte ein offensives Spiel werden, Buschi. Ja, das stimmt, Wolf. Zumindest deuten das beide Formationen an. Sie spielen ebenfalls im 4-5-1. Das soll offensiv ausgerichtet sein. Man darf sich da nicht irritieren lassen, weil da nur ein nomineller Stürmer dabei ist. Ecke kommt. Geblockt auf der Linie. Die Gäste machen's. Da ist das 1:0. Da ist der erste Treffer in diesem Derby. Da haben sie allen Grund zur Freude. Da kommt der Treffer nochmal. Erst die Ecke und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt und der ist am Ende nicht zu halten. Durch. Was für eine Chance. Jetzt sind sie mit zwei Toren vorne. Tolles Tor, wichtiges Tor. Jetzt darf er sich hier feiern lassen. Aus nächster Nähe das Tor. Sie machen alles richtig in dieser Situation. Super Pass. Da ist er jetzt durch. Vor dem Tor. Also da zeigen sie heute eine Menge. Das nächste. Und damit sind sie hier schon mit dreien vorne. Da ist nochmal die Szene, die zum Tor geführt hat. Erst der Steilpass. Und dann dieses Tor. Den Ball einfach reingehämmert. Und da gibt es nichts mehr zu halten. Sie haben den Ball. Plea macht das Tor. So kennen wir ihn. Das kannst du einfach nicht verhindern. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der Tat. Viel zu schnell. Und im Abschluss auch noch effizient. Die Chance. Versucht per Volley.
Und so wird das nichts. Den hält der Torwart natürlich. Ecke in den Strafraum. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Fan. Gut auf und hat den Ball. Ist das der Anschlusstreffer? Sie sind fast wieder da. Es fehlt nur noch ein Tor. Das könnte ein ganz wichtiger Treffer gewesen sein. Klasse, wie Sie da Ihr Spiel aufziehen. Dem Gegner Ihr Spiel aufzwingen. Ja, das ist Ballbesitzfußball. Und da fällt das Tor. Jetzt der Schuss. Gehalten. Macht er gut. Ecke. Vielleicht liegt er jetzt doch noch der Ausgleich in der Luft. Die Ecke kommt. Sie bringen die Flanke an den kurzen Pfosten. Spät schaffen die Gastgeber den Ausgleich. Da haben sie das Tor. Der Ball ist drin. Und damit ist dieses Derby wieder völlig offen. Gleich nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst kommt die Flanke und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt. Und der ist am Ende nicht zu halten. So, Gefahr ist erstmal bereinigt.